Hallo meine Lieben zu einem neuen Video von mir. Heute mache ich die Hauptspeise von meinem Drei-Gänge-Menü. Und zwar letztes Mal habe ich die Vorspeise gemacht, einen Salat, und heute ist eine Pizza dran. Denn bei mir dauert eine Tiefkühlpizza so 15 Minuten und diese hier schafft man sogar unter 10 Minuten. Außerdem ist sie natürlich viel gesünder und passt sich an den individuellen Geschmack des jeweiligen an. Dann fange ich auch gleich damit an. Viel Spaß beim Video. Und bevor ich vergesst noch ein großes Hallo an den lieben Pedro und an den lieben Mario. Das sind die Zutaten, die wir dafür benötigen. Ganz wichtig ist natürlich unser Knäckebrot hier. Dann habe ich hier noch Salat, Käse, Wurst und Tomatenmark. Ihr könnt eigentlich nehmen, was ihr gerade wollt oder wozu ihr Lust habt. Ich nehme jetzt einfach mal diese Zutaten her. Und die Pizza ist sehr schnell gemacht und ist sehr einfach. Wir nehmen einfach Knäckebrot. So. Ihr könnt zwei nehmen, drei, vier, eigentlich egal. Ich nehme jetzt einfach mal zwei und das wird eine Pizza sein. Damit unsere Pizza zusammenhält, nehme ich jetzt einfach mal ein paar dickere Stückchen Käse. Denn wenn sie dann schmelzen, dann halten sie die Pizza zusammen. So, jetzt kommt natürlich, wie bei jeder Pizza, Tomatenmark. Dafür nehme ich mir einfach einen Löffel und verteile das auf dem Knäckebrot. So, Dollar. Passt. Als nächstes tue ich etwas Salat auf meine Pizza. So, und jetzt noch ein bisschen Wurst. So. Ja. Wow. Und jetzt kommt noch Käse drüber. Damit ist unsere Pizza auch schon fertig. Ich habe hier jetzt noch eine zweite gemacht und die kommt jetzt für ungefähr 5 Minuten in den Ofen bei 200 Grad. Die Pizzen sind fertig und können jetzt gegessen werden und damit angurten. Damit ist unsere Pizza jetzt fertig. Ich habe für sie nicht mal 6 Minuten gebraucht, heißt, sie geht super schnell. Auch mal so zwischendurch, wenn ihr mal Hunger habt und Bock auf Pizza habt, dann könnt ihr die ja auch mal machen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde mich über Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Da mache ich die Nachspeise. Tschüss!